Partyzeit beim FCA. 52 Punkte, Platz 8. Eine echte Rekordsaison. Einziger Wermutstropfen, die verpasste Europa League. Ja, war eine überragende Saison. Wir sind alle stolz, das geleistet zu haben, da ein Teil davon zu sein. Und von daher freuen wir uns heute richtig. Wir haben heute unsere Hausaufgaben gemacht. Wir wollten das Heimspiel unbedingt gegen Frankfurt gewinnen. Ja, der kleine Wermutstropfen ist, dass Mainz auch seine Hausaufgaben gemacht hat, deswegen auch verdient in die Euroleague einzieht. Glückwünsche von uns nochmal an Mainz, die haben es auch verdient, die haben eine überragende Saison gespielt, von daher ist alles bei uns in bester Ordnung und wir werden heute die Saison ausklingen lassen. Ja, schön, dass ich mir einen Abschied nicht vorstellen kann. Es tut natürlich schon weh, dass man jetzt geht, das war wirklich überragende anderthalb Jahre und eine überragende Saison jetzt und es tut schon ein bisschen weh, aber ich denke, so kann man sich verabschieden. Ich wollte der FCH helfen, vielleicht in Richtung internationale Plätze zu klettern. Hat leider nicht ganz geklappt, aber wir haben gewonnen. Überragenden Abschluss gehabt und war eine überragende Stimmung. Ich habe es einfach genossen. Ich denke, dass wir eine Riesensaison gespielt haben, den Sieg heute uns auch wieder ganz hart erarbeitet haben. Wir haben 52 Punkte mit dem FC Augsburg, sind auf Platz 8 und sensationell. Es ist diese Saison sehr viel richtig gut gelaufen. Natürlich hat die Mannschaft zusätzlich jetzt wieder Selbstbewusstsein getankt. Man hat es auch in dem Jahr gemerkt, dass die gute Rückrunde der letzten Saison sicher jeden Einzelnen selbstbewusster gemacht hat. Die Mannschaft ist geschlossen, kompakt. Das versucht man natürlich wieder daran anzuschließen. Aber ein Erfolg ist es auch in der nächsten Saison, wenn wir Platz 15 erreichen. Wer so eine Saison spielt, darf auch ordentlich feiern. Und da haben die Profis einiges vor. Heute Abend lassen wir mal richtig die Puppen tanzen. Also nach so einer Saison, ich glaube, da ist es auch wohlverdient, dass man sich heute mal treiben lässt und mit der Mannschaft auch mal außerhalb des Platzes so richtig Gas gibt. Heute ist alles erlaubt, von daher darf sich doch jeder im Vordergrund feiern. Ich glaube, es gibt einige Kandidaten, die da heute ganz hohe Quoten haben, was das Partybeast Nummer 1 angeht. Ja, ich weiß nicht, was hier los ist. Schauen wir mal ein bisschen rein. Werde ich mir direkt das erste Weizen bestellen, dann schauen wir mal, was der Abend so bringt.